Ecke für die FDP-Fraktion. Geschätzter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Bartsch, was ist die größte soziale Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland? Stabile Haushalte. Und in diesen stabilen Haushalten, Herr Kollege Bartsch, eine notwendig für einen Sozialstaat richtige Sozialquote. Sind wir uns darüber einig? Ein Prozentsatz. Und das ist das, was wir doch den Bürgern und was auch Sie als Opposition den Bürgern sagen sollten. Diese Bundesregierung gibt auch weiterhin nahezu 50% der Ausgaben für den Sozialstaat aus. Und dann zu versuchen zu sagen, dass das hier ein Abholzen wäre, dass die Schere auseinandergehen würde, das ist an der Stelle doch schlichtweg nur der Versuch, mehr Geld zu bekommen. Und man hat das genau gesehen, und es klang auch bei der SPD an. Es ist der Wunsch der linken Seite des Hauses, die Einnahmen zu erhöhen. Dafür ist Ihnen jedes Argument recht. Und jedem Bürger, der das hört, der sagt dann auf einmal, ja, Mensch, wäre doch toll, wenn der Staat mehr Einnahmen hat. Vielleicht kriege ich was davon. Nur was Sie nicht sagen, und das ist doch das Unfaire dabei, ist, Sie werden es beim Bürger dann abholen. Die SPD hat uns doch mit ihrer Mehrwertsteuererhöhung das typische Beispiel geliefert. Und so kann man schlichtweg keine Haushalte sanieren. Das haben rot-grüne Koalitionen und das hat die Große Koalition gezeigt. Denn was ist passiert? Es gab immer wieder in der Vergangenheit wirtschaftlich gute Zeiten. So wie jetzt auch für dieses Land es wirtschaftlich gute Zeiten gibt, obwohl im Umfeld es schwierig ist. Und was machen linke Regierungen in wirtschaftlich guten Zeiten? Nicht nur, dass sie die Steuern erhöhen, so wie Sie das gerade beschrieben haben, sondern das Zweite ist, und das ist das eigentliche Gift, das wir die ganze Zeit versuchen, aus dem Haushalt herauszubekommen. Jedes Mal, wenn Sie auch nur einen Euro mehr einnehmen können, sagen Sie, holla, da müssen wir mal überlegen, wie wir 2 Euro mehr ausgeben können. Das ist der Grund, warum Ihre Haushalte so funktionieren und warum unsere Haushalte sich immer weiter stabilisieren. Und dann gucken wir auf die Fakten. Es ist von allen schon gesagt worden, deswegen will ich es kurz machen. Wir halten uns an alle rechtlichen Vorgaben, an alle, auf nationaler und auf europäischer Ebene. Und wenn Sie in das europäische Ausland fahren, dann sagen die alle, Mensch, wie schafft ihr das eigentlich? Wir hätten gerne eure Zahlen. Und hier geht dann die Opposition hin und sagt, nein, das reden wir jetzt mal alles schön runter, das machen wir alles schön mal mies, bloß viel Angst machen. Denn auf der Basis von Angst ist es doch am besten, Politik zu machen. Nein, auf der Basis von Solidität ist es die Aufgabe, Politik zu machen. Denn nur so wird das Vertrauen erzeugt, dass wir dringend bei unseren Bürgern, alle übrigens als Politiker und alle als Verantwortliche im Staat, benötigen. Meine Damen und Herren, ich finde es auch beachtlich, einmal zu gucken, was diese Koalition geschafft hat. Der Haushalt 2013 wird niedrigere Ausgaben haben als der Haushalt 2010. Damit gelingt es dieser Koalition zum ersten Mal in den letzten 30 Jahren, dass am Ende einer Legislatur wir weniger Ausgaben haben als am Anfang einer Legislatur. Das hört sich auf den ersten Blick nicht toll an, aber wir wollen doch mal sehen, wie die SPD das in der Großen Koalition mit dem Finanzminister gemacht hat. Kleine Zahlenkunde, 30 Milliarden mehr Ausgaben in Zeiten von Peer Steinbrück. 4 Jahre die Ausgaben um 30 Milliarden erhöht. Danke von Rot-Grün, auf das Wort habe ich gewartet, denn was hat Rot-Grün in 7 Jahren gemacht? Und irgendwo scheint das zusammenzuhängen. In 7 Jahren... Liebe Freunde von den Grünen, und man sieht ja jetzt in Baden-Württemberg, dass Sie das noch mal nachholen wollen. In 7 Jahren haben Sie die Ausgaben um 30 Milliarden erhöht. Und das ist genau das, was das schlimme Gift ist. Ausgaben werden erhöht und nachher wundert man sich, dass man Verschuldung hat. Bei uns werden die Ausgaben stabil gehalten, eben deswegen, weil wir weiterhin Wachstum erhalten wollen und weil wir bei der Frage, wie man spart, nicht dumm sparen, sondern weil wir genau schauen, welche Investitionen wir oben halten. Ich weiß, dass der Verkehrsminister immer gerne noch mal 1 Milliarde hätte, muss aber auch klar sagen, auch da setzt man dann entsprechende Grenzen. Und diesen Ausgleich hinzubekommen, zu sagen, ja, wir haben Steuermehreinnahmen, weil die Wirtschaft wächst, aber die Wirtschaft wächst, weil wir bei den Ausgaben eben nicht hochfahren. Das ist die Kunst, und das ist eine Kunst, die Sie nicht beherrschen. Meine Damen und Herren, ich will aber eine Sache heute ansprechen, die das größte Risiko für den Bundeshaushalt darstellt. Das größte Risiko für den Haushalt sitzt da. Das größte Risiko für den Haushalt des Bundes sitzt auf diesen Bänken. Und Sie können es auch heute wieder sehen, es ist keiner da. Aber wenn wir dann, und das sage ich bewusst an die Verantwortung von Ihnen bei der SPD, von Ihnen bei den Grünen, wenn wir dann in den nächsten Wochen wieder in den Bundesrat kommen,
Was wird denn dann passieren? Dann werden die sagen, ja, da gibt es ein Gesetz in dem und dem Bereich, das kostet zwar nichts, aber da machen wir nur mit, wenn es mehr Ausgaben gibt. Ist das denn wirklich die Aufgabe eines Bundesrates, den Bundeshaushalt, wo man nur kann, zu schröpfen? Und jetzt nehmen wir die Zahlen für das nächste Jahr, weil die Bürger sagen, warum schafft ihr es in guten Zeiten eigentlich nicht, auf eine schwarz-gelbe Null zu kommen? Und dann nehmen wir als erstes, ich glaube, da sind wir uns einig, die Sonderbelastung, die wir für den ESM haben, 8 Milliarden. Und dann kommt aber was Zweites. Dann kommt nämlich die Frage, was haben wir im Haushalt 2013 an Zusatzbelastungen, weil wir Länder und Kommunen hier entlasten müssen, obwohl sie in ihren Haushalten besser dastehen und obwohl Länder und Kommunen mehr Steuereinnahmen haben als der Bund. Und dann kommen wir auf 10 Milliarden. Und dann rechnen wir mathematisch mal ganz einfach. 8 Milliarden ESM, 10 Milliarden für die Freunde von der Ausgeberbank sind 18 Milliarden zusammen. Neuverschuldung des Bundes im nächsten Jahr 18 Milliarden. Heißt, der Kernhaushalt des Bundes für die Aufgaben des Bundes ist schon heute auf einer schwarzen Null. Und das ist etwas, was Sie nie in Ihrer Zeit erreicht haben und was Sie, wenn es nach Ihrer Politik geht, auch nie erreichen werden. Letzter Punkt. Meine Damen und Herren, wir haben das heute auch wieder gehört. Und nach mir wird der Kollege Schneider sicherlich noch reden, die Kollegin Hinzer zuerst. Und ich würde mich freuen, wenn insbesondere der Kollege Schneider für seine Fraktion erklärt, dass von seinen Kolleginnen und Kollegen in den Einzelplandebatten keine weiteren Ausgaben gefordert werden. Ich werde mir die Rede genau anhören. Und ich würde mich freuen, dass wenn seine Sozialdemokratie mit einem Herrn Post, der eben geredet hat, aber jetzt nicht da ist, der sagt, wir würden beim Haushalt das nicht richtig machen, wir würden nicht genug sparen. Wenn die Sozialdemokraten hier dann sagen würden, okay, wir werden keine neuen Ausgabeforderungen in den Fachdebatten machen. Sie werden es nicht tun. Sie werden Milliardenforderungen machen. Sie sagen heute Hü und morgen Hott und wundern sich im Endeffekt, dass das, was Sie an Konsistenz in Politik erreichen wollen, genauso wenig konsistent ist wie die Frage, wer bei Ihnen Spitzenkandidat wird. Meine Damen und Herren, Zukunftsfestigkeit, das ist der letzte, das ist der Hauptvorwurf, der dann auch noch wahrscheinlich vom Kollegen Schneider kommt. Ist der Haushalt zukunftsfest? Da ist es sehr bemerkenswert, Herr Schäuble hat das gesagt, wir würden ein geheimes Polster uns anfuttern oder wie auch immer für den Wahlkampf. Und ich wette mit Ihnen, Sie werden jetzt als nächstes sagen, wir hätten kein Polster uns angeschafft für schlechte Zeiten. Also wie es Ihnen gerade gefällt. Aber ich kann Ihnen nur sagen, wir haben Vorsorge getroffen. Es ist hier gerade über die Polster in den Sozialversicherungen gesprochen worden. Der Unterschied ist, wann immer Sozialdemokratie an der Regierung waren, dann waren die Puffer in den Sozialkassen gegen null, weil sie nämlich immer neue Ausgaben gemacht haben. Das ist übrigens auch der Grund, warum sie keine Beitragssatzsenkung wollen. Sie wollen mehr ausgeben. Wir halten an der Stelle auf der einen Seite die Puffer stark in allen Sozialversicherungsbereichen und sorgen andererseits dafür, dass wir vom Bürger nur das Geld nehmen, was wir als Staat für unsere Aufgaben auch brauchen. Deswegen ist dieser Haushalt nicht nur ein stabiler Haushalt, sondern er ist auch ein zukunftsorientierter Haushalt, weil er dafür sorgt, dass selbst in schlechten Zeiten ausreichend Puffer da ist, um das abzufangen, was möglicherweise kommt, wo aber diese Regierung gegenarbeitet. Denn stabile Haushalte sind die Voraussetzung für weiterhin gutes Wachstum. Herzlichen Dank. Priska Hinz ist die nächste.